Okay, warte, wenn ich jetzt drücke und den Hauptgewinn ziehe, dann bekomme ich einen Kuss von Candys Mama. Gewinn! Yeah! Gewinn! Hey, Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind hier aber heute mal wieder in unserer wunderschönen Luxusvilla, Leute. Wir haben die ja wieder einigermaßen repariert, nachdem wir einen Tag zu allem, was Flauschi uns gesagt hat, ja sagen musste und hier alles pink war. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr die Minecraft-YouTube-Insel genauso sehr feiert und liebt wie ich. Wir können ja mal abchecken, was heute so abgeht, Leute. Ey, unser Auto steht ja gerade hier noch draußen vor der Tür. Wir werden ihn jetzt mal schnell wieder umparken. Schnell unseren Kallinen hier wieder in die Garage. Hallo, stopp, steh. Bleiben, aussteigen. Candy? Raus, aussteigen. Ja, ist ja, ja gut. Bla bla bla. Ja, ich bin Candy, bis Crimex. Hallo. Was machst du hier? Also, meine Mama ist heute auf der YouTuber-Insel. Spar dir deine Antwort. Nein, spar dir deine Antwort, wir ganz wissen. Also. Was? Du bleibst hier. Ich gehe zu meiner Mama zur Krümelküste. Nein, und wir haben keinen Stress. Passt. Bleib hier. Geh nicht zu meiner Mama. Halt dich fern. Ich gehe jetzt rüber. Warte mal, ganz kurz. Du willst mir gerade sagen, deine Mama. Ja, meine Mama. Also Frau Candy. Ja. Frau Candy, deine Mama ist gerade hier in Minecraft auf der YouTube-Insel. Ja, ist korrekt. Genauso wie du es gesagt hast. Und sie ist jetzt gerade online hier. Ja, die ist online und ich sag nicht wo, aber du wirst da nicht sein. Du bleibst hier auf deinem Grundstück. Okay, und warum hast du so Angst, dass ich was mit deiner Mama mache? Bro! Ich weiß noch, was du gesagt hast vorher, bliblablub. Bleib einfach hier. Ich kenne dich, Max. Reicht jetzt. Wie hier bleiben? Bro, pass auf. Ganz einfach. Wenn du hier nicht bleibst, wenn du dein Grundstück verlässt, wirst du einen Diss-Track bekommen. Dein Kanal kannst du löschen. Ist beendet dann. Meine Crimex-Karriere vorbei. Okay. An diesem Tag wirst du beerdigt. Ganz ehrlich, Candy, ich wollte eigentlich heute gar nichts. Ich wollte heute eigentlich nur hier in Paulberger Hills bleiben, aber... Ah, perfekt, dann passt das doch. Perfekt, jetzt hast du dich nämlich verraten. Das heißt, ich weiß jetzt, dass deine Mom nicht hier in Paulberger Hills ist. Das heißt, dann müsste sie an der Krümelküste sein. Ich werde dir nicht sagen, wo, aber du bleibst auf jeden Fall hier. Ich werde zur Krümelküste gehen. Nein, du bleibst hier. Warum hast du denn so Angst, dass ich was mit deiner Mama mache? Lass mich doch, Bro, mit ihr ein bisschen Minecraft spielen. Es ist doch egal, pass auf. Lass meine Mama in Ruhe. Punkt, Ende, aus. Warte und mal, fertig. Weißt du zufälligerweise, was die Lieblingsblumen von deiner Mama sind? Ich werde dir Blumen mitbringen. Oh mein Gott, Alter, ich Max, Junge, das reicht. Ich werde mit deiner Mama auf ein Date gehen. Bro, wenn du das machst, dann sind wir nicht nur mehr keine Freunde, sondern ich werde dir einen Diss-Track direkt auf deinen Kopf fallen lassen. Lass die Blume da. Ich hab Gib die her, her mit der Blume. Trost mir mit dem Diss-Track, dann werde ich einen Diss-Track zurückmachen, Candy. Oh, Mann, ey. Max, ich hau ab. Wenn ich dich irgendwo in der Nähe sehe, haben wir ein Problem. Okay, ja, alles gut, dann geh mal los. Geh mal los, Candy. Ey, Leute, was? Habt ihr das gehört? Candys Mama ist gerade hier. Ey, Leute, allein schon, um Candy zu ärgern, müssen wir ein bisschen jetzt mit Candys Mama Minecraft spielen. Das Ding ist, er hat sich ja ein bisschen selbst verplappert. Und zwar hat er ja gesagt, du bleibst hier in Paulberger Hills. Das heißt, sie wird ja wohl dann an der Krümelküste sein. Wir werden jetzt hier mal Candy ein bisschen verfolgen. Mal gucken, wo er hinfliegt. Und dann, Leute, ich werde Candy heute richtig ärgern. Wir werden Candys Mama, und zwar Frau Candy, werden wir zu einem Date einladen. So, Flauschi. Oh, warte, Flauschi, warte. Flauschi ist auch da. Flauschi ist auch da. Wir beobachten jetzt mal hier. Da oben. Hallo. Die sieht ja genau aus wie Candy. Hat auch so Regenbogensachen an. Flauschi? Ja, hallo? Flauschi, so, für dich jetzt auch doch mal. Wo bist du? Ja, warte, ich komme hier, ja. Wenn du iCrimex siehst, sag Bescheid. Ey, Leute, der hat ja komplett was dagegen. Ich werde natürlich jetzt vor meinen Augen meiner Mutter da nichts machen, weil sonst denkt ihr, dass ich böse bin. Aber wenn du iCrimex siehst, schrei einmal und ich werde ihn platt machen. Vor seiner Mama will er nett sein, okay? Das heißt, da kann er uns nichts anhaben. Bleib genau hier stehen, okay? Flauschi, die Türsteherin. Okay. Okay. Zu Mama, die wartet da oben. Wir müssen uns da dran vorbeischleichen. So. Ich werde Blumen mitbringen, die wird uns direkt mögen. Leute, lasst jetzt ein Like und ein Abo da, wenn wir Candy mit seiner Mama ärgern sollen. Okay, wir müssen da jetzt rein. So, Mama, was machen wir denn Leute, heute? Also, ich sag dir ehrlich, das sind sie drin und Flauschi hat uns nicht entdeckt. Zu Hause bleiben oder willst du irgendwas unternehmen? Okay, jetzt werden wir hingehen. Also, wir können doch gerne Kaffee trinken. Ey, das ist wirklich Flauschi. Ey, Candys Mama. Stück Kuchen, ja. Hallo. Hallo? Max? Hallo, Candy. Max, hey, Max, hey, Kumpel, Max, hey. Cool, dass du hier bist, Max. Candy, wer ist denn die attraktive junge Dame neben dir? Das ist meine Mama.
Wie? Nein, das ist niemals deine Mama. Was ist jetzt los? Flauschi, auf ein Wort. Die ist doch viel zu jung und attraktiv, um deine Mama zu sein. Bro, Flauschi, was? Du solltest sie nicht reinlassen! Ich habe ihn nicht gesehen, aber warte. Ken tritt ja richtig durch, das Leute. Ganz anders, ja, ich habe gedacht, Max mag mich. Okay, so, ich bade das jetzt aus. So ist der immer, ne? Okay. Ja, so ist der immer. Das dachte ich mir schon. Nicht bei denken, Max. Das ist das ist halt Ken. So, hey, Max, cool, dass du hier bist. Ja. Willst du nicht draußen warten kurz? Ich bin eigentlich nur gekommen, Frau Candy, um dir Blumen mitzubringen. Max, das ist ja richtig nett von dir. Das sind Pfingstrosen. Cool, ich dachte mir, die gefallen dir vielleicht. Cooles Geschenk. Also ich muss sagen, nicht sie so haben... so nett ist der Max. Genau, ich bin ganz netter. Also ich muss auch sagen, sie haben wirklich einen sehr, sehr netten Jungen. Nicht wahr, Candy? Ja, danke, Max. Korrekt von dir. Oh, Leute, der flüstert mir was. Verschwinde hier. Also Frau cool, Candy, dass du da bist. Was haben Sie denn heute noch so vor? Gar nicht. Ich wollte ja mit eine Menge. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ja, aber ja, wir wollten Kaffee trinken und schön auf der Terrasse sitzen und schön grillen. Mhm. Das hatten wir vor. Aber jetzt, wo Candy so ein bisschen aufgebracht ist, weiß ich nicht, ob es dabei bleibt. Vielleicht sollte der jetzt erstmal beruhigen und ich kann Ihnen ja mal so ein bisschen die Stadt zeigen. Ja. Okay, ich komme Sie hier gleich nochmal abholen. Ich komme gleich wieder. Was soll das denn? Hey, Leute. Keine Ahnung, warum lässt du hier... Max, Alter! Du wirst noch sehen. Ich werde jetzt mit deiner Mama ein bisschen heute hier die Stadt erkunden. Bro, das geht viel zu weit. Die wollte mit dir Kaffee trinken, aber die hat gesagt, weil du so sauer bist, gehen wir jetzt raus was unternehmen. Alter, ich kläre das jetzt. Ich werde das jetzt klären, Max. Das wird sich erledigt haben. Pass mal auf, Max. Hör gut zu. Okay. Das wird nichts. Leute, jetzt redet er da drin. Max muss leider nach Hause gehen. Der wird hier heute gar nichts machen, ja? Also, Candy, eins will ich dir mal sagen. Boah, ich bin hier neu auf der YouTuber-Insel und ich möchte hier Leute kennenlernen. Und wenn es dir nicht passt, dann geh in dein Zimmer. Oder auf die stille Treppe. Aber das lasse ich mir nicht von dir gefallen. Was? Er kriegt Ärger von seiner Mutter. Was? Oh Mann, ich hasse euch alle! Also ich verstehe nicht, was mit dem Jungen heute los ist. Ja, ich weiß auch nicht, was der irgendwie genommen hat. Ich weiß nicht, aber die falschen Pillen geschluckt hat heute. Keine Ahnung. Naja. Normal ist er ja nicht so. Naja. Er ist gut. Ganz lieber, der Candy. Das stimmt. Wirklich. Eigentlich ist Man er ja echt ein ganz ja lieber. Wirklich, ne? Den haben sie gut erzogen. Ja. Also wie ich gesagt, denke auch, ne? Ich würde Ihnen mal gern heute so ein bisschen die Insel zeigen. Kommen Sie mal gerne mit. Ja, Max, du darfst auch gerne du zu mir sagen. Okay. Ich habe natürlich Respekt und warte immer davor, dass die ältere Person mir das anbietet. Ja, und in dem Fall bin ich die ältere Person. Genau. Ich bin Mama und ich sage, Max, du darfst gerne du zu mir sagen. Okay, also dann aber trotzdem Frau Candy. Candys Mama. Okay, Candys Mama. Mein Name verrate ich später. Okay, dann nenne ich dich erstmal Candys Mama. Also, ich würde dir erstmal ein bisschen die Insel hier zeigen. Ja, prima. Okay, ja, dann komm mal mit. Ja. Okay. Nur nicht so schnell, ich kann im Moment nicht so schnell laufen. Ich habe das ein bisschen im Knie. Okay, alles gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Okay, prima. Ey, Leute, das geht ja richtig gut. Immer vor, Max, genau. Ich gehe mal vor. Okay, Candy Sommer ist hier noch nicht so ganz vertraut mit der Steuerung in Minecraft, Leute. Aber eine super, super liebe Frau. Und das Beste ist, dass Candy sich so drüber aufregt. Und jetzt hier lang. Yay, super machst du das. So. Ey, Flauschi. Tschüss. Wenn Candy fragt, ja, wo ich bin... Ja, viel Spaß euch, tschüss. Okay, Leute, die ist ja auch richtig sauer. Flauschi ist irgendwie auch total sauer. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Flauschi. Ja. Vielleicht hat sie sich mit Candy gestritten. Ja, weiß. Das kann auch sein. Genau. Also, Frau Candy, das hier ist ja die Krümelküste, ne? Das kennst du ja bestimmt schon. Ja, Krümelküste. Ja, genau. Das kenne ich aus dem Video. Ich gucke ja immer Candys Videos und deine Videos. Ach. Das gucke ich auch immer. Ja, sehr, sehr gerne. Ach, Frau... Ja. Frau Candy... Ja. Das ist ja interessant, dass du meine Videos schaust. Mhm. Ja, okay, also dann. Nicht alle, dafür sind es zu viel, aber ich gucke sie. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja. Dann kennst du ja bestimmt auch meine Stadt, Paulberger Hills. Ja, fast. Fast dann? Doch, kenne ich. Nein, ich kenne die Paulberger Hills. Mhm. Ja, das kenne ich. Mhm. Hast du denn auch schon ein eigenes Haus hier? Ja, Candy hat mir ein eigenes Haus gebaut. Oha, sollen wir uns das mal anschauen? Ja, das hat er schnell gemacht. Ja, können wir gerne machen. Okay, dann hier einmal lang, genau. So. Ja. Und jetzt, wo ist das Haus? Ich weiß leider noch nicht genau, wo es ist. Ich auch nicht. Ey, Leute, wir spielen hier einfach... Ach, das ist das Haus. Da ist doch Flau.
Flauschi drinne. Da ist Flauschi. Das hier, das. Nein, das ist mein Haus. Ihr seid doch gerade aus deinem rausgekommen. Ach, das war das Haus von Kennys ja. Mama. Ach so. Ach, die Häuser, die sehen alle gleich aus. Das stimmt. Das sieht alles gleich aus. Das sah echt so aus, als wenn das mein Haus wäre. Dann hat Candy wahrscheinlich ja. genau fast identische Haus gebaut wie von Flauschi eben. Das also. Kann sein. Ja. Aber ich würde dir auch mal gerne mein Haus zeigen. Okay. Dann müssen wir weit laufen? Ja, schon ein Stück, aber wir kriegen das echt? Hin. Okay. Wir kriegen das hin. Wir müssen. Ja. Geblieben da drüben. Hallo. Was ist das denn jetzt hier? Hey. Hä? Candys Mama, bleib hinter mir, ich werde dich beschützen. Wer ist da? Wer? Du bist ein schlechter Mensch, du hast mir mein Geld geklaut und meine Katze entführt. Ist das wieder Candy? Crymax ist ein schlechter Mensch, ey. Was soll das? Was erzählst du hier? Die junge Dame, machen Sie nichts mit ihm, das ist ein ganz schlechter Mensch, ey. Das erinnert mich gerade an das Date, was ich mit Flauschi mal hatte. Ja, das ist ein schlechter Mensch. Candys Mama, bleib hinter mir. Hallo. Ich werde den Typen. So. Mein Name ist Flenny. Ciao. Flenny. Okay. Also, ich sag's mal so. Lass die junge Dame in Ruhe. Hey, Crymax. Alter, ich werde es dir kaputt machen. Ich wusste, ciao. Dass du das bist, Candy. Ich werde trotzdem mit deiner Mama auf ein Date gehen, ob du willst oder nein, nicht. Nein, bist du nicht. So. Okay, Leute. Wir gehen jetzt mal weiter. Okay, Candys Mama ist noch da hinten. Wisst ihr was? Wir werden jetzt mal, um Candy richtig zu ärgern, werden wir mit Candys Mama auf ein Date gehen, Leute. Wir werden sie zu einem Date einladen. Candys Mama, ich würde dich einmal gerne zu mir in mein Haus einladen. Dafür müssen wir einmal nach Paulberger Hills gehen. Dafür müssen wir hier einmal nur die Brücke entlang. Okay? Okay. Genau, hier geradeaus. Super. Okay, Leute, das läuft richtig nach Plan. Wir werden sie jetzt mal mit nach Paulberger Hills rübernehmen. Das dauert hier ein Stück. Sie ist noch nicht so ganz vertraut mit der Steuerung. Und dann werden wir Candy richtig ärgern, Leute. Let's go. Okay, Candys Mama, jetzt sind wir nämlich schon in Paulberger Hills angekommen. Oh, wie schön. Das ist nämlich meine Stadt, die habe ich selbst aufgebaut. Deine eigene Stadt. Meine eigene Stadt. Schau, genau, da kannst du hier mal mitkommen. Ja. Und zwar das hier ist mein Privathaus, meine Luxusvilla hier. Echt? Oh, klasse. So, dann einmal hier hoch. Ja. Genau, und das hier, dann würde ich dich einmal hier mit reinbeten. Ja. Oh, genau, hier habe ich nämlich auch einen Pool hier vorne. Ja. Und... Ja, alles topmodern eingerichtet. Ja, das ist ja echt. Und ein eigenes Hotel habe ich hier auch noch. Da würde ich dich sehr gerne gleich mal zum Essen einladen in meinem Hotel. Okay. Hm? Ja, das passt ja. Sehr gut, sehr gut. Gegessen habe ich noch nicht. Aber wir können uns ja erstmal kurz hier auf der Couch ausruhen. Ja, so, hier kannst du einmal durch die Tür reinkommen. Ja, genau. So. Okay, Leute, siehst du, Minecraft noch nicht so erfahren. Aber das ist irgendwie süß, das ist irgendwie niedlich. Okay, genau, hier einmal mitkommen. Ist das schön hier. Oh, das freut mich, dass dir das hier gefällt. Richtig klasse. Sehr schön. Habe ich hier mir sehr viel Mühe bei der Einrichtung gegeben. Ja, das sieht man. So, dann einmal hier auf der Couch kannst du Platz nehmen. Ja. So, und dann würde ich nämlich noch einmal, ich muss hier einmal ganz kurz was klären. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja, okay. Ey, Leute, ich muss auf jeden Fall... ja, genau. Ich muss auf jeden Fall Stani dazu holen. Stani, komm sofort zu mir. Das wirst du nicht glauben. Wir müssen Stani herholen. Ey, Leute, mit Stani noch, da können wir Candy richtig ärgern. Oh mein Gott. Ey, Stani. Stani, du glaubst nicht, was passiert ist. Bro, da drin, siehst du die Dame da drin? Ja. Digga, du wirst mir das nicht glauben. Das ist einfach Candys Mama. Das ist Candys Mutter? Das ist Candys Mutter. Und er regt sich richtig auf, wenn wir was mit ihr machen. Und er hat voll Angst, dass ich mit ihr auf ein Date und sowas gehe. Lass Candy mal richtig ärgern den ganzen Tag heute. Oha, willst du etwa Candys Mutter klar machen? Nein, übertreib nicht. Ich will ihn doch nur ärgern. Ach so. Ich will ihn nur ärgern. Hallo, was geht? Hallo, Stani. Hä, so. Die kennt mich ja, Mann. Ja, woher kennst du mich denn? Sie schaut unsere Videos. Aus den Videos. Videos. Ja, klar. Boah, du musst ja aber auf jeden Fall andere Klamotten anziehen. Ich sag dir ehrlich, also... Ja, aber daher siehst du doch, dass ich Candys Mama bin, oder? Genau. Und außerdem sieht die junge Dame natürlich sehr schön aus mit der Kleidung. Boah, ja, also... kann ich auch fragen, wie alt du bist?
Das kannst du mich beim nächsten Mal fragen. Ich habe schon gesagt, mein Name verrate ich noch nicht und dann verrate ich, wie alt. Stanni, das fragt ja? man doch eine Dame nicht. Ach so, ja. Ding-Dong, die Tür bitte. Wer ist das denn? Hallo? Guten Tag, ich bin hier hey, von die... Max, schick die mal weg. Ich will jetzt mit Kennys Mutter ein bisschen alleine sein. Ja, wir machen gleich was mit Kennys. Was machen wir was, heute? Was willst du denn hier? Wer bist du? Ich muss kontrollieren ihre Fernseher, bitte. Was für Fernseher kontrollieren? Ich habe keinen Techniker gerufen. Du bist doch wieder Candy, der dahinter steht. Zieh Leine, wir machen etwas mit deiner Mama, Junge. Zieh Leine. Wir machen was mit deiner Mutter. So, also, wer ist das denn? Hä, hallo? Hallo, wollt ihr meine Kekse kaufen? Warte, das ist doch Flauschi schon. Flauschi? Nein, ich bin Annika. Annika? Da steckt bestimmt kein Flauschi dahinter. Die stören uns alle, Mann. Die stören uns voll. Ich will jetzt mit Kennys Mutti was machen. Ich will auch was machen mit Kennys Mutti. Ey, sag mal ehrlich. Ey, Max, mal unter uns, ne? Ja. Kennys Mutti, die ist tausendmal cooler als Flauschi und Candy, oder? Ja, safe. Die ist eine richtig coole. Also wollt ihr keine Kekse? Weißt du was? Also ich finde richtig cool, dass du jetzt hier bist. Ja, das Ding war ja... Ich wollte ja Candy mal besuchen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich hier schon auf der YouTuber-Insel bin, dann muss ich auch ein paar Leute kennenlernen. Du kannst ja bei mir einziehen, wenn du willst. Echt? Du kannst ja mal bei mir übernachten. Wir können ja mal eine Pyjama-Party machen. Hey, du wirst mir doch jetzt wohl... Eine originale Pyjama-Party? Ja! Hey, Stani, du wirst mir doch jetzt wohl hier nicht meine Freundin wegnehmen. Nein. Aber eine Pyjama-Party macht man ja mit mehreren. Das finde ich auch. Ja, du kannst ja mitmachen, Mann. Das finde ich gut. Wir machen eine Pyjama-Party zusammen. Aber davor würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch was essen in meinem Hotel. Oh ja, lass machen. Stani, willst du mitkommen? Ich komm mit. So, dann einmal, hier einmal rauskommen. Kennys Mama. Ey, Stani, du hast vorhin das Lustigste verpasst, ne? Wieso? Der wurde einfach aufs Zimmer geschickt von seiner Mama, weil er sich so aufgeregt hat, ja. Das Ding ist auch, Candy ist auch ein Baby. Also ich muss jetzt auch mal sagen, also manchmal ist ja Candy echt gut erzogen, aber manchmal ist das auch ein ganz schöner Rabauke. Ja, das ist ein Rabauke, ja. So war er früher ja auch schon, ja. So war er früher. Ja, der hat seine Macken, sagen wir es mal so. Naja, wer hat die nicht, ne? Candys Mama, schaffst du das hier durchzukommen? Warte mal, ich baue die Tür hier ab. So, genau. Jetzt geradeaus, genau. Ist nicht weit zu meinem Hotel. Also ich sag mal so, Candys Mama, wäre Candy mal wenigstens 1% so cool wie sie. Also wie du. Ja. Dann wär's. Ja, nutzt mich, Dani. Ja, genau. Dann wäre schon... Da ist leider nicht viel... Warte mal, Candy, was machst du denn schon wieder hier? Jetzt reicht's, Candy, Leute. Weg mit dir! Wir sind hier auf ein Doppeldate mit deiner Mutter. Ja. Bro! Okay, weißt du was? Und wir machen bald eine Pyjama-Party mit deiner Mutter. Genau! Ganz einfach, Leute, ganz einfach. Distrack 1, Distrack... Na, du bist es nicht wert. Distrack 1, iCrimex. Candy, mir reicht's. Wir machen deine... Nein! Deine Mama übernachtet sogar heute. Die übernachtet sogar die heute. Bei uns. Ja. Hey, jetzt reicht's mir, Leute. Ihr werdet sehen. Candy, ist schon wieder weg. Ich verstehe nicht, warum der Junge so heute so aufbrausend ist. Ja, also ich verstehe es. So hast du den doch bestimmt nicht erzogen. Nein, überhaupt nicht. Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Naja, gehen wir mal weiter zu meinem Hotel. Oh, hier bist du aber ganz schön tief, Max. Ja, sauber das. Geht das? Ja, einfach. Die Dame ist ja fit unterwegs, das passt schon. Genau, jetzt so hier lang. Ja. Ja, Max ist nämlich Hotelbesitzer. Genau. Ich bin natürlich auch Gentleman. Ich werde Ihnen hier in meinem Hotel die Präsidentensuite geben. Über den Zeitraum, wo du hier da bist. Ja. Mega. So. Ja. Genau, dann. Und jetzt einmal hier nach rechts müssen wir. Ja. So. Und jetzt hier lang, genau. Ja, sehr gut. Ja, ich gegen den Baum. Das ist schon irgendwie süß, Leute. Ist schon süß. Ich spiele das erstmal Minecraft. So. Sehr gut. Ja. Und jetzt hier, genau, hier rein. Boah, kriege ich auch eine Suite? Nein, die ist reserviert für Candys Mama. Ich setz mich schon mal hin. So. Und zwar ich das mich schon mal auf die Couch. Ist hier das Paul Berger Hills Hotel. Paul Berger Hills. Genau, hier ist die Rezeption. Einmal hier oben reinkommen.
Hier oben ist das Zimmer. Wir machen, ey, ja, wir machen eine richtig krasse Präsidenten-Suite-Party mit Candys Mama. Ja, Mann. Ja. Yeah. Einmal hier Mama lang, bitte. Präsidenten-Suite-Party, das wäre. Genau. Und dann hier drüben ist der Speisesaal. Nein, warte noch nicht die Treppe hoch. Ich will dir erstmal alles zeigen. Ach so. Einmal noch mal runter. Ich warte oben schon auf der Couch. Warte mal oben. Ach. Dann hier ist der Speisesaal. Ja, Moment. Ja. Oh, genau. Mit Aquarium hier. Okay. Und hier unten, ne, ist sogar der hauseigene Spa-Bereich. Den kannst du natürlich auch immer kostenlos nutzen. Also es wurde echt an alles gedacht. Genau. Ne? Luxus pur, wirklich. So, für Candys Mama nur das Beste in Paulberger Hills. Oh. Ich habe die Präsidenten-Suite schon vorgewärmt. Okay, wir kommen jetzt hoch, Stani. Ja gut, Stani. Okay, komm, Candys Mama, wir gehen hoch jetzt in die Präsidenten-Suite. Ich dachte, wir wollten was essen. Ach ja, stimmt, dann essen wir erstmal was. Wollen wir nicht was essen? Hey, warte mal, Candy, was machst du denn schon Leute, wieder hier? Ich bin für die Pyjama-Party, ist doch klar, Pyjama an. Du bist nicht eingeladen. Du bist leider nicht eingeladen. Wir feiern mit deiner Mama. Du bist uncool. Ey, okay, oh Mann, aber ey. Candy, Max, du wirst es bereuen. Candy, warum ärgerst du dich denn so die ganze Zeit? Alter, nee. Ja, egal, tschüss. Candy, wärst du wenigstens mal 1% so cool wie deine Mutti. Okay, genau. Jetzt, du kannst einfach hier hinsetzen. Wir machen jetzt hier ein entspanntes Dinner. Einfach hier auf den Stuhl klicken. Meine Damen und Herren, bitte verlassen Sie das Hotel. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Aktion? Verlassen Sie das Hotel. Alarm, bitte verlassen Sie das Hotel. Hä, was ist das denn? Das Feuerwehr? Das Hotel ist aktuell verstrahlt. Sie müssen hier raus. Bitte Vorsicht, es ist wirklich gefährlich. Oh, jetzt ist es gerade so schön hier. Die Dame hat's gerade hingesetzt. Bitte alle raus. Das jetzt ist gibt's jetzt Candlelight-Dinner. Wir haben jetzt keine Zeit. Candys Mama, kommt Ihnen die Stimme bekannt vor? Ja! Warte mal. Ich hab mich geirrt. Bleib mal hier. Bleib du mal das schön war hier. Das falsche Haus. Hey, sorry. Stehen bleiben oder ich schieße. Okay. Ja, okay. Ja, ich stehe. Ach, Candy, ja, du bist ja wieder. Mann, ey! Das habe ich ja wieder gewusst. Hey, Candy, kannst du uns jetzt mal einfach in Ruhe lassen? Langsam nervst du. Ich lass euch in Ruhe. Tschüss, wir wollen ey, auf Mann. Ein Date mit deiner Mutter gehen. Ja, jetzt. Bla, bla, ich will's nicht hören. Der Junge. Er wird sich schon wieder beruhigen. Ja. Ja, denke ich auch. Der ist wahrscheinlich ein bisschen aufgewühlt. Alles sehr viel für ihn. Wir werden ihn zur Pyjama-Party einladen. Genau, der darf. Wieder ganz safe. Das finde ich sogar eine sehr gute Idee, dass er dabei ist bei der Pyjama-Party. Ja, genau, da ist er mit bei. Genau, ne? Das finde ich sehr gut. Ich werde das mal in den Chat schreiben. Ey, war der schon immer so, dass der Leuten mit einem Diss-Track gedroht hat? So extrem noch nicht. Also, das ist schon echt extrem. Ja, er ist ja auch in der Pubertät, das ist eine auffällige Phase. Ja. Der ist vielleicht gerade ein bisschen aufmüpfig. Ja, er wird ein bisschen aufmüpfig. Und genau, ne? Ich habe ihn ja schon ins Zimmer geschickt, aber ja, letztendlich kommt er ja immer wieder raus und versucht eben weiter. Stimmt, der bleibt nicht mal in seinem Zimmer. Nein, er braucht die Aufmerksamkeit. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Das wird es wahrscheinlich sein. Und jetzt probiert das mit schlimmen Wörtern zu finden. Ja. Ey, Leute, das ist ja, was ist das heute? Also, Candys Mama, ich würde dir dann einfach mal noch dein Zimmer zeigen, wo du für die nächsten Nächte übernachten kannst. Dann musst du einmal Schiff Hallo, gucken. Ist hier jemand? Oh. Hallo? Hallo, hier ist der Geschäftsführer. Rezeption, bitte. So, guten Tag, der Herr. Sie wollen ein Zimmer hier? Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne einchecken in Ihr Hotel, Candys bitte. Candys Mama einmal hier mitkommen. Also, die Präsidentensuite ist gerade ausgebucht, aber ein normales Zimmer kann ich Ihnen noch anbieten. Ich würde gerne die Suite haben. Präsidenten-Suite. Ich zahle doppelt, bitte. Die ist leider gerade ausgebucht. Wir haben hohen Besuch. Ich bin sehr wohlhabend. Ich zahle das dreifache, ich kann Ihnen eine Junior-Suite anbieten oder verlassen Sie bitte das Hotel. Die nehme ich auch. Dann kommen Sie mal gerne mit. So, genau, Stani, nimm schon mal die junge, gut aussehende Dame mit in die Präsidenten-Suite. So, ich kann Ihnen einmal eine Junior-Suite mit Stadtblick oder mit Hafenblick anbieten. Sieht gut aus, danke. Okay, das macht dann 10 Dias. Ja, hier ist die Anzahlung und der Rest kommt später. Okay, alles klar, tschüss. Dankeschön. Ja, das wird dein neues Haus sein hier, die Suite. Das ist ja mega. Sieht gut aus, ne? Das ist die Präsidenten-Suite. Einmal direkt einen Blick aufs Casino haben wir hier. Hä? Der Herr, was machen Sie denn hier? Was? Ich hab mich verlaufen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Okay. Auf jeden Fall. Sagen Sie, ist das mein Zimmer hier auch noch? Nein, das ist nicht mehr. Mein Zimmer. Das gehört der Dame Entschuldigung. Hier. Entschuldigung, ja, dann gehe ich wieder. Ja. Wer sind Sie denn überhaupt? Weiß ich, mein Name, weiß
Das geht mir gar nichts an. Sollen wir den Herrn mal vorstellen? Ja. Okay, dann werden... Stani, hol mal den Typen darüber. Ja, und also hier haben sie auf jeden Fall... Ich vergesse das jetzt mal. Hier hast du Stadtblick aufs Casino und hier auf der anderen Seite Hafenblick auf den Hafen von Paul Bergerhels. Da ist er, der alte Mann. Ja, bitte, was gibt es? Die bezaubernde Dame wollte sie mal kennenlernen. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich würde mich vorstellen. Da knistert es ein bisschen. Mein Name ist Mr. Manny. Mr. Manny? Manny ist mein Name. Ah, okay. Ich glaube, Kennys Mama findet den toll. Ja, ich muss leider weiter, ja, aber ich... Oh. Bleiben Sie mal hier. Bleib mal hier. Ja, ja. Hä, bleib mal hier. Nein, Dame, was war das denn für ein... Oh, weg ist er. Naja. Wir setzen uns erstmal auf den Couch. Aber wir sind ja noch das da. Das wird sich an dir liegen. Das liegt an uns bestimmt. Er ist schon wieder da. Hä, was machen Sie denn hier? Ja, ja. Entschuldigung. Er beobachtet uns die ganze Zeit. Denkt ihr, Candy hat damit schon wieder was zu tun? Ja, das kann gut sein. Das wird schon wieder Candy sein, ne? Ja, das kann gut sein, ja. Das ist ein Unruhestift. Die Hilfe von Candy. Dass er irgendjemand beauftragt hat, ne? Ja. Was wir machen. Ja. Naja. Aber wir können ja zur Pyjama-Party einladen. Was haltet ihr davon? Ja, der will nicht. Ich denke, wir sollten jetzt noch mal ins Casino gehen und ein bisschen da Spaß haben. Ja. Komm, wir gehen ins Casino und haben ein bisschen Spaß da. Da müssen wir einfach nur einmal hier das Fenster rausspringen. Ja, da spielt sogar gerade schon jemand. Da spielt sogar gerade schon jemand. Schade. Hier spielt sogar gerade schon jemand hier oben. Was? Ja, ich spiele hier, weil du hast es doch extra für mich umgebaut, dass es nur noch Kekse gibt. Jetzt gibt es hier Kekse zu gewinnen, keine Dias mehr. Weil Max mich so doll mochte. Kekse? Ja. Bei unserem Date hat er das umgebaut. Verdammt, das ist Abzocke hier im Casino, ey. Hä, was reden Sie denn hier? Das ist ein Abzocke. Junge Dame, gehen Sie lieber, das sind Abzocker und Betrüger. Nee, das glaube ich nicht. Ich gewinne hier auch nicht. Alter. Das Casino ist, also ich gewinne hier gar nichts. Flauschi, red das Casino nicht schlecht. Das sind doch schon wieder Kenny und Flauschi, die da dahinter stecken. Ja, so langsam glaube ich das aber auch. Ja. Ich drück mal für Kennys Mutter, mal gucken, ob wir gewinnen. Ja. Ich habe keine Kekse, haben wir Kekse? Ja, ich habe Kekse, hier. Genau, schön jetzt. Kekse gewinnen. Okay, warte, wenn ich jetzt drücke und den Hauptgewinn ziehe, dann bekomme ich einen Kuss von Kennys Mama. Oh! Auf die Wange. Das wird ein Freundschaftskuss. Ein Freundschaftskuss. Genau. Und das... Hey, du musst kurz Candy holen. Wenn der das sieht, dann rastet der komplett aus. Ja, ich hol ihn. Hol den mal kurz. So, Candy, Max, komm mal her. Sei nicht so schüchtern. Aua. Hast deine Rüstung nicht an, ne? Aua. Hey. So sieht's aus. Hey. Okay, chill. Aua. So, wenn ich jetzt drücke. Ja, komm, du machst das jetzt, Stani. Stani. Oder das Casino wurde manipuliert, Max. Flauschi war ja davor hier. Die hat das manipuliert. Lauschi hat's manipuliert, Leute! Nee. Ihr könnt nicht gewinnen! Warum nicht? Mann! Kekse gewinnen! Hä? Was ist das? Man kann hier nicht gewinnen! Die haben das sabotiert, ey! Was? Dann müssen wir das verschieben, ja. Genau. Dann gewinnen! Yeah! Gewinnen! Max hat gewonnen! So, Candy, wo bist du? Max, das geht zu weit. Na gut, das war ja natürlich alles nur Spaß. Ich wollte nur Candy ein bisschen ärgern. Aber Candys Mama hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennenzulernen. Ich habe hier noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar, hier sind 6 Diamanten. Ne? Und ansonsten kannst du ja im Hotel wohnen. Und wenn du irgendwas brauchst, meldest du dich einfach. Ja. Wir haben dich lieb. Wir haben dich lieb. Ja, ich hab euch auch lieb. Tschüss, Candys Mama. Die Pyjama-Party. Genau, das machen wir später. Tschüss. Da freue ich mich drauf. Macht's gut, Jungs. Ah, Leute, Candys Mama eine richtig liebe Frau auf jeden Fall. Wir wollten natürlich nur Candy ein bisschen ärgern, ne? Ist ja normal, das macht man natürlich nicht. Aber Candy wird richtig ausrasten, Leute. Das war's gewesen, Leute. Das war's so lustig. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.